willkommen zurück und wir sind hier immer noch in der Höhle. Wer hätte es gedacht, wenn die letzte Folge dort endet? Das hört sich schon... Jetzt bin ich erschrocken. Alter. So, da fängt die Folge doch schon mal gut an, oder? Alter Schwede. Da kommen die da einfach um die Ecke. Ich dachte, die wären unten. So viel zum Surround Sound Headset. Hab ich da gerade Lava gehört? Alter. Puls auf 180. Das mal mit, da ich denke, dass ich hier in diese Höhle nie mehr wieder kommen werde. Hier in diesen hinteren Teilen. Diese scheiß Spinnen, Alter. Ich hasse Spinnen ja sowieso. Und ein Enderman höre ich, kann das sein? Das ist nur die Frage, ob das überirdisch ist. Oder unterirdisch. Aber ich denke, so vom Timing her sollte es jetzt Nacht werden. Wir können uns ja mal bei Gelegenheit eine Uhr craften, damit wir immer up to date sind. Da ist die Lava. Ja, die brauche ich nicht. Ich will die Obsidian direkt und dazu brauchen wir sie erstmal Diamanten finden. Ich habe zwar noch drei Diamanten in der Bude, aber selbst wenn ich jetzt die drei Diamanten verwenden würde, würde ich ebenfalls welche benötigen. Für den Tisch brauche ich zwei, für den Zaubertisch und für den Zaubertisch brauche ich zwei und für die Pickaxe brauche ich insgesamt 3, damit ich auch hier das Obsidian abbauen kann für den Zaubertisch. Also von daher macht es eh keinen Sinn. Egal wie ich es betrachte, wir brauchen auf jeden Fall Diamanten. Auf jeden Fall wollen wir auch hier irgendwann mal Diamantrüstung haben. Und ein Slime. Das bedeutet, hier ist irgendwo ein Slime-Chunk. Was man alles hier für Geräusche hört. Und ein Minenschacht. Bitte nicht. Gold. Und Spinnen, oh Gott. Also wenn ich es mir aussuche, doch bitte keine Baby Spiders. Die Cave Spiders natürlich. Alter, architektonisch ist das ja sehr ausgereift. Biggity, biggity, bang, bang, bang. Okay, hier bin ich runtergekommen. Das wäre schon mal gut, dass ich dann so einen Anhaltspunkt habe. Dass es eigentlich hier irreführend ist. Jetzt haben wir wieder einen Einbruch der Framerate. Wo ist der Creeper hin? Hinter mir? Das sieht aus wie eine Schlucht. Na gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen hier lang, beziehungsweise über den Minenschacht ein bisschen runter.
So. Habe ich noch einen leeren Eimer dabei? Nee. Ich glaube, ich gehe jetzt eh schon wieder zu hoch. Also auf jeden Fall andere Richtung. Da setze ich meine Fackel hin, für den Fall, dass das Lava komplett verschwindet, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Also hier drunter muss anscheinend ein Chunk sein für die guten Slimes. Wasser weg. Dann nehmen wir uns natürlich das Gold hier mit. Wer will nicht Gold haben? Fackel. Auch runter. Und Diamanten. Ich habe es gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Wie verwinkelt das hier alles ist. Also kann man hier nicht einfach sagen. So ein bisschen und fertig. Also. Auch nochmal Gold. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Diamanten, die haben Priorität. Denn ein Verzauberungstisch wäre es schon sehr, sehr gut. Wo waren die denn? Und Redstone, jede Menge Redstone, das können wir natürlich auch brauchen. Wo habe ich denn jetzt die Diamanten gesehen? Ich muss nur einmal drum herum, glaube ich. Hier herum. Wieder von oben drauf blicken. Genau hier. Okay, dann schauen wir doch mal, wie viel wir haben. 3 wäre natürlich das Optimale. Aber es scheint, als hätten wir nur 2. Ja, dann bauen wir doch wenigstens die ab. Ah, yeah! Wunderbar, das passt doch schon soweit. Also, dann machen wir uns jetzt mal schnell eine Werkbank. Aus diesem besonderen dunklen Holz. Und da schwingen wir jetzt den Schmiedehammer. Und machen uns eine Pickaxe. Yeah! Okay, dann benötigen wir als nächstes Obsidian. Da setzen wir jetzt mal das Wasser drauf. Oder sollen wir uns noch einen besseren Spot umsehen? Ja, wobei, wenn wir jetzt hier dicht machen, dann sollte das ja alles kein Problem sein. Ich will ja nur nicht, dass uns hier oben jemand überfällt und wir dann ins Lava fallen. Also, wir machen jetzt hier erstmal das Wasser hin. Dann setzen wir hier genügend Licht rein. Und danach wollen wir noch schauen. Also jetzt hole ich erstmal das Fleisch raus. Okay, das buddeln wir hier mal an der Seite auf, denn normalerweise ist ja unten drunter immer. Das ist nämlich vielleicht die alte Spitzhacke hier. Aber häufig ist es ja so, dass unten drunter Lava fließt und ich möchte nicht, dass die Obsidianblöcke reinfallen. Und den Redstone nehme ich natürlich auch mit. Und mit dem Redstone, da bekomme ich ja gleich Frühlingsgefühle. Okay, und dann machen wir uns an den Obsidian ran.
Wir brauchen für den Tisch nur 4 Stück. Aber wir könnten ja rein theoretisch auch ein bisschen mehr mitnehmen. Für ein weiteres Portal oder so. Wenn wir sagen, wir möchten nochmal extra weit wegreisen. Was ja durchaus möglich sein kann, denn wenn man es bedenkt, mit der neuen Kartengenerierung wird es mit 1.3 wieder was Neues geben, dass in der Wüste so eine Art Pyramide erscheint. Das ist natürlich dann schon wieder interessant. Und eigentlich spielen wir auf einer alten Karte. Also wir haben unsere 4 und jetzt nehmen wir noch unsere... Das siehst du mal. Wir setzen jetzt hier gleich mal den... Moment. Wir machen das jetzt mal so. Wir setzen hier den Wasserblock hin. Und somit umfließt der ja hier das Ganze. Und wenn wir das jetzt wegklopfen, macht der Obsidian draus. Genau, wunderbar. Und jetzt können wir eigentlich den wieder wegnehmen. Und weiter. Also 10 Stück brauchen wir noch. Und dann ist Mission Obsidian wieder beendet, würde ich sagen. Können wir noch schauen, ob wir ein bisschen Redstone finden, weil das können wir immer brauchen, wenn wir jetzt ein bisschen was bauen. Ich möchte auch dann schauen, dass wir baldmöglichst eine XP-Farm haben. In irgendeiner Form. Weil natürlich XP Gold wert ist. Weg der Obsidian. Dann soll es ja, also den, jetzt ist ja erst gestern der Snapshot raus mit, glaube ich, 21. Woche. Und da gibt es ja so tolle Sachen wie die Ender Chest. Die hört sich echt interessant an. Das ist dann eine Kiste, die man aus Obsidian rundherum bauen kann, in der Mitte ein Enderauge rein. Und wenn man dann in diese Kiste was reinlegt, dann kann man jetzt mit einer weiteren Ender-Chest diesen Inhalt jederzeit abrufen. Das heißt, man kann in seiner Bude eine Kiste reinnehmen und man kann immer eine zweite Kiste mitnehmen, die platzieren und dann auf die Kiste zu Hause zugreifen. Und das ist schon echt luxuriös, wenn man bedenkt, man hat eigentlich, wenn man eine lange Tour macht unter Tage und man hat sehr viele Sachen gefarmt, dann kann man die alle hier drin verstauen in der Kiste und wenn man stirbt, ist es dann nicht so schlimm. Wenn man noch was gespart hat. Okay, der muss auch noch sicher sein. Und dann können wir mal schauen, ob wir noch ein bisschen Diamanten Redstone finden. Wunderbar. Lapis Lazuli, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Wir sind auf, haben wir vorhin den Slime gehört, wir sind auf Slimes nicht angewiesen. Wir haben ja noch in der alten Welt, wer die nicht kennt, kann einmal die alten Folgen durchschauen, da haben wir ja eine Slime-Farm gebaut. Oh yeah! Oh mein. Also auf die müssen wir immer ein Auge haben. Können wir eine CD produzieren lassen. Aber der wird mir jetzt nicht sehen, der blöde Ding. Der blöde Skeletten. Ins Lava. Bei Lava immer gucken, ob man Diamanten sieht, aber hier sehe ich Redstone. Ich möchte jetzt hier noch die Höhle hinten ausleuchten, dann gehen wir zum Redstone.
Hier ist nichts, sehr gut. Und normalerweise könnte man das auch mit Wasser fluten, aber da ich ja Cobblestone brauche, lösen wir das hier so. Bisschen hinterschauen, ob da noch was ist. Nein, da ist nichts. Dann wollen wir hier. Ach jo, guck mal. Gucken wir mal in diese Richtung, ob wir hier noch was sehen. Sieht nicht danach aus. Es werden hier noch große Geheimnisse versteckt. Was schmeißen wir denn weg? Also wir werfen weg das hier. Das braucht kein Schwein. So, vom Gefühl her würde ich sagen, es müsste jetzt bald wieder Tag werden. Yeah! Mit dem Diamantschwert kann man eigentlich voll drauf losgehen. Das ist schon luxuriös, dass wir da letztens, also in der alten Welt, noch genügend hatten. Und Spinnen, meine besten Freunde. Weiche von mir. Ja, es ist ganz schön verwinkelt hier. Also man muss schon darauf achten, dass man hier nirgendwo. Hier können überall Leute auf mich fallen. Also Monster, meine ich. So, dieses Slime, der. Ach, hier ist er. Wie putzig. Dann helfen wir ihm doch mal, oder? Der arme Kerl. Weiß gar nicht, was er machen soll. Ist hier noch einer? Ja. Die müssen alle auf jeden Fall beseitigt werden. Und das Spinnenauge können wir auch wegschmeißen. Das sind die Slimes cooler. Oh nein. Will ich jetzt erörtern, wo diese Spinne ist? Ich glaube leider nicht. So, das Gold nehmen wir natürlich mit, damit wir Boosterschienen machen können. Wir möchten ja noch unterirdisch unser Farmhaus mit dem Portal verbinden. Und dann würde ich sagen, haben wir eh schon genug für diese Runde. Da oben ist der Minenschacht. Hier wäre Redstone.
Den nehmen wir natürlich noch mit. Und Diamanten. Uhu. Immer dahinter schauen, ob auch noch was ist. Sehr schön. Diamanten. Dann schließen wir doch das Wasser hier ein. Damit uns das hier nicht mehr belästigt. Beziehungsweise uns nicht mehr in Lebensgefahr begibt. Hier müssen wir natürlich auch noch dann Lampen draufsetzen, denn jetzt können hier Monster spawnen, wenn wir weg wären. Und hier wollten wir noch den Redstone abbauen. Keine Geheimnisse dahinter. Okay. Dann kümmere ich mich mal höchstpersönlich um die Diamanten. Die ich ja gar nicht aufsammeln kann, weil ich keinen Platz habe. Aber da beseitigen wir den Pilz. Ich glaube, wir haben genügend Pilze. Safety first. Wir wollen nicht, dass die Diamanten einfallen. Und dann schauen wir mal, wie viele es sind. 4, 5. Schauen wir sicherheitshalber noch dahinter. Und ich glaube, Cobblestone haben wir es dann auch genügend. Sehr schön. Da ist auch doch diese Mission schon wieder gelohnt, hm? Schauen wir mal, dass wir wieder nach Hause kommen. Also ich glaube, das war eine... Ach, das war das hier. Da schauen wir noch einmal runter. Gold. Gold, Gold, Gold. Hey. Das nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja einen Goldfetisch. Und hier könnten wir noch eine Lampe hinstellen. Beziehungsweise eine Fackel. Wäre das schön, wenn es endlich mal die Lampen geben würden. Die Laternen, die man in der Hand tragen kann und dann Licht spenden. Das wäre toll, ja. Also, dann gehen wir mal hier wieder hoch. In der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, ja. Sollen wir hier noch schnell runterschauen? Ah, das ist definitiv Dead End. Okay, dann hier oben waren wir schon. Und wir müssen uns einfach merken, dass es hier noch weitere Höhlen gibt. Also, dass das Ganze hier noch nicht vollständig erschlossen ist. Dass es sich lohnt, nochmal herzukommen. Da müssen wir drauf, genau. Da waren ja die Creeper oben. Oh, Redstone ist auch hier noch. Also Redstone will ich schon mitnehmen. Ach, da hinten noch, okay. Also dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und dann beenden wir hier die Folge und dann, wie wir nach Hause kommen oder werden wir nach Hause kommen, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ciao.